Verfassungsschutzes oder beobachtet der Verfassungsschutz die Partei? Ja, fast wie in Russland. Ja, also man ist natürlich, sagen wir mal so, es ist für den Staat gut, wenn er überall seine Finger drin hat, wo ihm was gefährlich werden könnte. Und da liegt die Vermutung schon nahe und wir haben natürlich auch inzwischen von einigen Leuten sehr, sehr klare Hinweise, dass sie eben ja, V-Leute sind oder zumindest gesteuert werden können. Ja. Und ja, deswegen würde mich das nicht wundern. Wer hat jetzt hier die Demo angemeldet? Das ist eine Kooperation von Honk for Hope und von der Partei Die Basis. Und die ist genehmigt? Die ist genehmigt und jetzt wird halt gerade diskutiert mit Abständen, mit Masken und die hat noch gar nicht gestartet. Ob sie startet, das wird sich jetzt noch zeigen, weil Polizeipräsenz zeigt mir jetzt eigentlich tendenziell, dass sie es überhaupt nicht erst eröffnen wollen, weil einfach die Abstände nicht passen, wahrscheinlich genug Masken da. Darf die Polizei Schwertgriffe anwenden, wenn man sich wegtragen lässt? Weil eben hat jemand in Gewahrsam gesagt, den haben sie weggetragen. Entschuldigung. Den haben sie weggetragen und dann haben sie auch versucht, Schwertgriffe anzuwenden. Ne? Nein, das ist ja... Das dürfen die nicht. Nein, also was... Jetzt mal hier rein zum Beispiel und das wieder... Da rennst du mit der Maske erkennen. Vielleicht auch mal dazu was. Ja, das ist wenn man, also, gut, ich bin ja heute nicht, ich muss heute nicht objektiv sein. Wenn man in so einer Situation weggetragen wird. Ja. Es gibt auch bei der Polizei teilweise Provokationen, wo man einfach dann irgendwie schmerzhaft angefasst wird, in der Hoffnung, dass man sich wehrt. Ich kann das auch relativ objektiv berichten. Das hat man mit meinem Kollegen Dirk Sattelmeier hier gemacht am 29.08. Er hat gleich gesagt, ich bin Rechtsanwalt, ich komme mit, ich leiste keinen Widerstand. Haben sie direkt Schmerzgriffe angewendet, um eben zu provozieren, dass man sich wehrt. Und dann hat man sofort einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Oder die wenden Schmerzgriffe an, damit er anfängt zu laufen. Ja, ne? Die ziehen ihn hoch und das darf man eben nicht. Deswegen habe ich vorher einfach gesagt, wurde gefragt, unmittelbarer Zwang oder wollen Sie freiwillig? Ich habe gesagt, tragen Sie mich bitte weg. Okay. Hab in die Hände so gegeben, dass so, liebe halt Leute, also steif gehalten. Ja, und hab dann halt noch so, diese dass es für die Herren wird nicht leicht, leicht zu tragen ist. Also ich habe mich dann halt ja, so bei Ihnen eingehakt, dass Sie nicht tragen können, wie das ist. Okay, ja? Aber ich habe es halt schon häufiger gehört, dass man dann halt gesagt hat, wir wurden hier gezielt mit Schmerzgriffen provoziert. Und dann auch da würde ich dann halt einfach sagen, warum wenden Sie jetzt diesen Griff an, warum tun Sie mir weh? Einfach, man muss, auch wenn es schwerfällt, versuchen, da ganz ruhig zu bleiben. Weil das sind gezielte Provokationen. Nein, Heinrich Wichner, der hat sich auch wegtragen lassen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, eben am 17. Juni in Heinrich Wichner. Ja. Der ist doch immun. Ich danke auf jeden Fall allen, die gekommen sind. Der ist doch noch immun als Abgeordneter. Der ist doch noch, oder? Der ist, ja. Ich weiß nicht, wie lange das Parlament noch wie lange noch drin ist. Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht. Also jetzt hier kurz die Durchfrage. Ja. Die Versammlung kann nicht stattfinden, die Polizei erlaubt es nicht. Ich glaube, die Versammlung wird nicht geöffnet, weil wir sind hier raus, tut mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Also ich glaube, die Versammlung ist nicht verboten worden. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass sie gar nicht erst eröffnet wird. Kommt gut nach Hause, geht heim. Oh Mann, hör mal. Wir haben die abgesagt jetzt. Sind jetzt die Leute schuld daran dann? Oder wie würdest du das bewerten? Das ist jetzt die spannende Frage. Ich habe das noch nicht gefragt, wie sie es begründet haben. Erzählen Sie kurz Ihr Flug über die Beschlagnahme, oder wie? Da eben wurde jemand mit Dr. Fischer assigniert und die haben dagegen gehalten, die konnten nicht weiterfahren. Dann hat es eskaliert, das ganze Gerangel, Geschiebe. Und dann haben sie mich irgendwann auch mitgenommen, mehr oder weniger, und dann haben die den Flügel des Gewahrsam genommen. Ich sage, das ist eine Tatwaffe, da wird dann Friedensbruch vorgeworfen. Und jetzt habe ich da gegen Einspruch gemacht, mal gucken, was die Richterin entscheidet. Aber die haben da, glaube ich, eine Stunde für gebraucht, zwei LKWs mussten kommen. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt bin ich ohne Flügel, jetzt bin ich erleichtert, jetzt ohne Flügel hier. Und da in der gleichen Moment haben sie Dr. Fischner mitgenommen, der hat auf den Boden sich hingesetzt und haben sie mit Gewalt natürlich über den Boden geschliffen, in den Polizeitransporter rein. Irgendwann haben sie mich auch rausgefischt und haben gesagt, halt, dass ich eine Straftat begangen hätte. Verdacht dazu, Landfriedensbruch. Und das wäre wohl schon vorher passiert. Ich hätte wohl angeblich gesagt, dass ich, hätte ich gesagt, dass ich mit dem Leute aufgefordert durch die Polizeikette mit dem Flügel zu stürmen oder da durchzubrechen. Das kann ich nicht erinnern. Also das werde ich im Livestream nochmal nachgucken. Das wäre eine Straftat. So, was ich vielleicht gesagt habe, Leute, macht frei, macht offen.
Die Polizei hatte gesagt, zur Siegessäule wollen sie aufmachen. Und dann gab es eine Besprechung und dann sind sie auch offen gemacht. Dann haben wir gesagt, wir wollen durch, lasst uns vorbei. Aber dass ich so oft offen habe, kann ich nicht erinnern. Deswegen bleibst du nochmal nachgucken. Jetzt ist der Flügel in Gewahrsam. Also Herr Fichten hat ganz lange verhandelt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Ja, voll. Ja. Ja. Danke. Danke. Jetzt gucken wir, wie es jetzt hier weitergeht. Ich werde jetzt zur Polizei eine Spontan-Demo anmelden gegen Willkür für Demokratie.